Trier Sehen und Erleben 2023, der zweite Teil. Begeben wir uns auf die andere Straßenseite der Südallee. Nach wenigen Metern erreichen wir hier ein ehemaliges römisches Thermbad mit der größten Grundfläche, die nördlich der Alpen errichtet wurde. Seit 1986 sind die Barbara-Thermen Teil des UNESCO-Weltkulturerbes, römische Baudenkmäler. Die Anlage war seit dem Januar 2000 für Besucher gesperrt, um die Ruinen zu restaurieren. Seit dem 23. Juli 2015 ist die Anlage wieder für Besucher geöffnet. Mit Hilfe eines neu angelegten Stegs ist eine Besichtigung seitdem wieder möglich. Der Startpunkt zur Begehung der Therme liegt am Beginn der Friedrich-Wilhelm-Straße. Die Anlage ist mit Öffnungszeiten ohne Eintritt zugänglich und der Steg ist mit Infotafeln ausgestattet. Die Größe dieses Komplexes ist ja nur ein Teil von dem, was man hier sieht. Hier finden schon über Jahre erhaltene Restaurierungsarbeiten statt. Von hier aus geht es weiter, noch ein paar Meter, dann sind wir an der Mosel. Von hier aus begehen wir die Römerbrücke. Die Römerbrücke, auch Alte Moselbrücke genannt, die über die Mosel in Trier führt, ist die älteste Brücke Deutschlands. Auch diese gehört seit 1986 zum UNESCO-Weltkulturerbe, römische Baudenkmäler. Die Römerbrücke ist die dritte Brücke an dieser Stelle. Seit der Stadtgründung, mit Hilfe von wasserdichten Spundwänden, wurden auf dem Flussgrund die Pfeiler mit Basalt- und Blausteinquadern gegründet. Die Brücke hat flussabwärts zugespitzte Pfeiler, um Hochwasser und Eis besser trotzen zu können. Die Steinwölbung ist erst im Mittelalter zwischen 1190 und 1490 entstanden. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Brücke aus unerklärlichen Gründen von den deutschen Truppen nicht gesprengt. Laut einem Augenzeugen lagen bereits so viele Trümmer auf der Brücke, dass die Kabel für die Zündung der Sprengladungen wahrscheinlich beschädigt wurden. 2012 schrieb die Stadt einen Architekturwettbewerb zur Neugestaltung des Brückenumfeldes und der Brücke selbst aus, mit dem Ziel, das Baudenkmal besser zur Geltung zu bringen. Aus finanziellen Gründen ist eine Umsetzung der Vorschläge jedoch derzeit kaum möglich. 1931 wurde die Brücke verbreitert und erhielt den heutigen ausragenden Fußgängersteg. Nach der Sprengung der Brücke durch die französischen Truppen errichtete man 1718 auf dem fünften Pfeiler ein Kruzifix und darunter eine Statue des heiligen Nikolaus von Myra. Von nun an galt dieser als Schutzpatron für die Brücke. Wenn wir hier auch schon sind, können wir auch noch die Zollkräne am Moselufer bewundern. Dann verlassen wir mal die Brücke entlang der Mosel, auf der rechten Seite. Hier sehen wir schon mal einen von zwei Zollkränen. Nochmal ein Blick zurück auf die wunderschöne Römerbrücke. Dann gehen wir mal. Nach ein paar Metern Fußmarsch sehen wir ihn. Der Zollkran, auch Alter Zollkran oder Moselkran genannt, ist ein Hafenkran in Trier. Der barocke Steinbau mit Doppelausleger.
Der Zollkran wurde 1774 auf Geheiß des Trierer Magistrates nach Plänen von Johannes Seitz als steinerner Turmtretkran mit Doppeltreträdern, Kransäule um 360 Grad drehbarem Kegelbach mit zwei Balanceauslegern und Kette mit einfachem Flaschenzug errichtet. 1944 wurde der Zollkran beschädigt und in der Nachkriegszeit wieder repariert. 1984 wurde er renoviert. Bleiben wir an der Mosel und machen einen ausgiebigen Spaziergang moselabwärts. Dort kommen wir zum Zulaumener Ufer. Das Zulaumener Ufer ist ein Teil der Uferstraße an der Mosel in Trier im Stadtteil Nord. Es handelt sich um den nördlichsten Abschnitt des Straßenzuges unmittelbar am östlichen Moselufer. Bereits im 7. Jahrhundert wurde am Zulaumener Ufer gebaut. Die Häuser hier bilden seit dem 17. Jahrhundert ein kleines Fischerdorf. Jedes der Häuser besaß ein Gärtchen zur Mosel hin. Noch heute findet man in eigenen Häusern die alten Räucherofen, in denen einst die Fische geräuchert wurden. Am Ende der Uferwiese gab es einst eine Stützmauer, die 1930 der Aufschüttung für den Damm aber zum Opfer fiel. Von hier aus haben wir auch einen wunderschönen Blick auf die Mariensäule, zu der wir später kommen. Der urige Charakter des Zulaumener Ufers ist jedoch bis heute erhalten geblieben. Hier an diesem Ufer gibt es insgesamt 17 Kulturdenkmäler. Insgesamt zeigt sich am Zulaumener Ufer ein fast geschlossenes Bild historischer Häuser. Heute sind darin Gaststätten untergebracht, von der Kneipe bis zum Gourmet-Tempel ist alles dabei. Davor Biergärten mit mehr als 700 Sitzplätzen im Freien, die einen schönen Blick auf die roten Felsen am gegenüberliegenden Ufer bieten. Jährlich findet in Zulaumen auch das Zulaumener Heimatfest statt, das eines der großen regionalen Feste an der Mosel darstellt und dessen Start mit dem traditionellen Fassanstich und einem großen Feuerwerk gefeiert wird. Unsere Tour geht weiter, egal ob mit dem eigenen Pkw, mit dem Stadtbus oder wer gut des Fußes ist, kann auch eine Tageswanderung unternehmen. Es geht nämlich hinauf zur Mariensäule. Nach einigen Minuten Fahrzeit sind wir am Ziel. Aber nicht ganz. Eine Hürde gibt es noch zu nehmen. Diese Stufen führen nach oben. Auch da müssen wir hinauf. Nach ein paar Stufen sind wir kurz vor dem Ziel. Wir erkennen schon die mächtige Säule. Es geht weiter. Die paar Stufen packen wir auch noch. Oben angekommen, also am Ziel, finden wir Infos zur Mariensäule und einen Lageplan. Schließlich möchte man ja auch wissen, wohin man schaut. Der mächtige Sockel der Mariensäule. Und jetzt ein Blick nach oben. Früher begehbar, nach einem Unfall nicht mehr. Dann drehen wir uns mal um und wir werden mit einem fürstlichen Ausblick über Trier belohnt. In der Mitte sehen wir nun den Trierer Dom und hier in der Mitte die Basilika. Die Mariensäule ist ein Mariendenkmal zu Ehren Marias, der Mutter Jesu. Denkmal und Sockel sind zusammen knapp 41 Meter hoch und stehen weithin sichtbar auf der linken Moseltalseite in einer Höhe von 296 Metern auf dem Pulsberg, also 150 Meter über dem Stadtzentrum. Die Mariensäule wurde im 19. Jahrhundert erbaut. Im Frühjahr 2007 wurde das Denkmal für eine Sanierung im Auftrag des Bistums Triers komplett eingerüstet. Nach Abschluss der Arbeiten erfolgte am 14. September 2007 die Wiedereinsegnung durch Bischof Reinhard Marx.
Für die Statue wurde die betende Haltung der Maria gewählt. Die Statue ist knapp 7 Meter hoch und stammt von dem Bildhauer Gottfried Renn aus Speyer. Genießen wir noch ein bisschen den Ausblick über Trier. Hier Richtung Norden. Blick vom Sockel aus der Mariensäule. Der 34 Meter hohe Turm wurde im neugotischen Stil von den Architekten Christian Wilhelm Schmidt und Johann Petern Schmidt entworfen. Mit dem Bau wurde 1859 begonnen. Die Säule ist von innen begehbar durch eine Wendeltreppe. Doch Anfang des 19. Jahrhunderts passierte hier ein Unfall und seitdem darf keiner mehr hinauf. Das war der Ausblick über Trier von der Mariensäule aus. Aber wir sind noch nicht am Ende unserer Tour. Nein, es geht weiter. Begeben wir uns wieder nach unten in den Stadtteil Trier-Euren. Wir steuern mal ein Schloss an. Okay, ein Schlösschen. Die Rede ist vom Schloss Monets. Und da ist es auch schon. Schloss Monets an der Mosel gehört seit dem Jahr 1853 samt Hofgut zum Trierer Stadtteil Euren. Fertiggestellt 1783 als Sommerresidenz für den Trierer Domdechanten von Walderdorf. Es wurde als Lustschloss erbaut mit großen Räumen im ersten Stock und einem schlichten Obergeschoss für die Dienerschaft. Sowie mit einer großen Terrasse. Baugeschichtlich ist Monets das vielleicht besterhaltene deutsche Beispiel einer Villa des späten 18. Jahrhunderts. Nach der Französischen Revolution wechselte das Schloss mehrfach den Besitzer und war nach dem Zweiten Weltkrieg dem Verfall preisgegeben. Durch die Ausweisung eines Industrie- und Gewerbegebiets auf den ehemals zu dem Besitz gehörenden Ländereien ist die ursprüngliche ländlich-idyllische Lage heute nur noch teilweise nachvollziehbar. Gründlicher Renovierung in den Jahren 1992 bis 1997 wird Schloss Monets, das sich im Besitz der Stadt Trier befindet, heute als Restaurant genutzt. Das Hofgut ist heute eine Reitanlage des Postsportvereins Trier. Kommen wir nun zu etwas anderem. Nicht gerade eine Sehenswürdigkeit, aber im jetzigen Zustand, ja. Die ehemalige Lokrichthalle in Trier West, besser bekannt als Ausbesserungswerk Trier West.
Das Ausbesserungswerk Trier wurde am 1. Juli 1911 als Hauptwerkstätte der preußischen Staatseisenbahn eröffnet und übernahm die Lokabteilung der Hauptwerkstätte Karthaus. Mit der Planung und Errichtung des Werkes wurde Ernst Spiro beauftragt, der es als Direktor bis 1920 auch leitete. 1912 war Spiro Mitbegründer der werkseigenen Wohnungsbaugenossenschaft und deren Vorstandsvorsitzender. Dieser errichtete in den 20er Jahren 124 Häuser mit 234 Wohnungen. Die Trierer Spirostraße unweit des Werks erinnert an Dr. Spiro. Ende 1944 wurde das Werk dann durch Bombenangriffe im Zuge der Ardennenoffensive schwer beschädigt. Im Jahr 1980 wurde das Ausbesserungswerk Trier aufgelöst. Das Ausbesserungswerk Saarbrücken-Burbach angegliedert und als Ausbesserungswerkstätte weitergeführt. Seit 1986 steht das Werk leer. Die Flächen kamen später in Privatbesitz. Die Direktorenvilla und zwei weitere Gebäude wurden 2008 als Wohngebäude renoviert. Das Dach des Vorgebäudes der Lokrichthalle ist 2011 weitgehend eingestürzt. Die weiteren Werksgebäude wurden nach und nach abgerissen. 2021 wurde bekannt, dass der Zustand der Lokrichthalle mittlerweile so schlecht ist, dass sie nicht erhalten werden kann. Es werden Teile dieses Gebäudes in die Neubebauung mit integriert. Wir begeben uns auf die andere Moselseite. Als nächstes hätten wir St. Matthäus. Die Abtei St. Matthäus ist ein Benediktinerkloster in Trier. Die Kirche der Abtei eine romanische Basilika. St. Matthäus ist eine bedeutende Pilgerstätte der Matthäusbruderschaften. Hier wird seit dem 12. Jahrhundert das Grab des Apostels Matthias verehrt, nach dem die Abtei heute benannt ist. Blick in den Innenhof von St. Matthäus. Umgeben von den Klostergebäuden. Von hier aus gelangen wir an den angrenzenden kleinen Friedhof. Die Basilika St. Matthias, die am 13. Januar 1148 geweiht wurde, vereint vier Funktionen. Sie ist Pfarrkirche, der gleichnamigen Pfarrei, Mönchkirche und Benediktinergemeinschaft, Pilgerkirche mit dem Grab des Apostels Matthias und Grabkirche der ersten Trierer Bischöfe Eucharius und Valerius. Wir begeben uns nach unten. Die Ruhestätte, Sarkophag des Apostels Matthias. Seit dem 10. Jahrhundert werden hier die Gebeine der Begründer des Erzbistums Trier, der Bischöfe Eucharius und Valerius, aufbewahrt. Wir verlassen die Abteikirche, sind draußen im Hof und blicken auf den Klosterladen. Das war's. Das war der zweite Teil. Und Fortsetzung folgt.